Servus, grüß dich und herzlich willkommen in Minecraft mit mir, dem Wolle. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie es weitergeht. Und ja, das, da steht schon wieder so einer. Ich meine, gleich zwei. Drei. Ach, ist ein kleiner Nervsocken hier. Weg. Brennt doch mal ab, ihr Kasperlschaft. Komm. Brauchst nicht davonlaufen, ich erwische dich doch sowieso. So. Okay. Mei, 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 echt wahr. Schlimm, 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 schlimm. Also das hier funktioniert ganz wunderprächtig, ne? Das hier räumt schön ab und... Ah, die sind alle da drunter, gell? Räumt hier wunderbar rein und langsam wird's voll. Ja, da müssen wir uns vielleicht dann auch noch was überlegen, aber machen wir denn, wenn alles voll ist? Der hier hat nichts Besseres zu tun, als dann flop, flop, flop alles daneben zu spucken. Machen die gern, die Pipes. Dafür kennen und lieben wir sie. Okay, wollte gerade sagen, dass sich das nicht bewegt, ist ein bisschen komisch. Jetzt hat er sich wieder eingefangen. Okay, alles gut, alles gut. Ja, dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, was mich denn so eine Quarry kostet. Und ganz ehrlich, da wird es einem ja Angst und Bange dabei, ne? Ich meine, hier Diamond Gears, kein Thema, ne? Hammer. Und der Advanced Knödel, auch kein Thema. Kann man alles bauen hier mit Refined Iron. Das ist, glaube ich, nochmal Iron durch den Ofen geschossen. Genau. Die Insulated Copper Cables können wir bauen. Auch kein Akt. Akt wird der Diamond Drill. Weil dazu brauche ich Titanium Ingots. Und Titanium Ingots kriege ich im Industrial. Nein, die kriege ich nur durch diese Small Pile of Titanium. Und die kriege ich in dem Industrial Electrolyzer aus Bauxit. Hurra, ne? Ja, da kommt es her. Zwei Stück von 12, wenn's, so wie es ausschaut, von 12. Ich brauche 8. Das heißt, ich brauche von dem Zeug schon mal mindestens ganz, ganz viel. Und da haben wir auch noch ganz, ganz wenig. Ich habe 12. Okay, das heißt, schauen wir schon mal schnell darunter, was da inzwischen passiert ist. Wir müssen, oder ich muss, und du musst dann dabei sein. Nochmal zwei, sehr gut. Und eine Enderperle, auch gut. Haben wir jetzt schon 8? Haben wir schon 8? Ich weiß es gar nicht, wie viel habe ich denn oben? Bitte, 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 dann hätten wir die Enderperlen-Geschichten nämlich. Scheiß. 5, 7. Fehlt noch eins. Okay, es fehlt noch eins. Was will ich machen? Dumm schauen und naja, hilft ja nichts. Das heißt, wir müssen unsere Turtle wieder auf die Reise schicken. Ich brauche auf jeden Fall Rohstoffe, wie bescheuert. Und ich bräuchte eigentlich eine Enderperle, dass ich das Ganze leichter machen könnte. Aber egal, das erstmal. Der Anschein hat übrigens vorgeschlagen, ich könnte doch da drüben mit so Watermills oder so. Also es gibt keine Wasserräder. Die Wasserräder haben sie rausgemacht hier, leider. Also so strommäßig können wir keine Wasserräder aufbauen, die uns in der Mining-Welt in irgendeiner Form helfen würden. Schade das, aber egal. Egal, es ist auch nicht so schlimm, ne? So, ich habe meinen Turtle eingesteckt. Ich bräuchte, habe ich auch, ich habe noch eine Kiste. Ich müsste, ja doch, passt. Ich glaube, ich habe alles. Ich habe alles, was wir brauchen. Ich werde jetzt mal den Turtle wieder an den Start stellen. Allerdings nicht hier und ich bin noch ziemlich voll mit allem, genau. Hier ist ein bisschen blöd. Da haben wir ja schon ein Loch. Also nehmen wir mal den hier kurz mit. Was haben wir da? Ach Gottchen. Ein Haufen Zeug drin. Ein Haufen Zeug. Ich glaube, die mache ich erstmal leer. Das heißt, dich nehme ich raus und dich nehme ich raus. Und leer geht nicht, weil mir fehlt was zum Leeren. Ja, doch, fehlt mir was. Und da wolle ich mal wieder, wie immer, schlecht vorbereitet springen. Von links nach rechts, von oben nach unten, von einer Dimension in die andere. Weil wir brauchen noch eine Redstone Engine, mindestens eine Redstone Engine. Und ich kann es mir natürlich nicht merken, wie man die baut. Warum auch? Ah ja, Pisten, Glas, Holz und noch mehr Holz. Und noch viel, viel mehr Holz, als was ich gerade da habe. Habe ich hier noch was? Nope. Wir haben ja da einen ganzen Haufen, so ist es ja nicht. Und vielleicht sollte ich die Dinger hier in der Barrel reinstopfen. Der Zombie unter mir, der geht mir auf den Zeiger. Aber so dermaßen was auf den Zeiger.
Ach, und wenn ich hier schon am Basteln bin, ich könnte mal ein paar Kartoffeln braten noch. Was habe ich denn da? Potato, genau. Potato, Potato. Da ist nichts mehr, warum nicht? Potato, 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 Potato. Gib mir mal eine normale Potato. Die muss da noch hin. Passt. Bin ich da mal drauf gehüpft aus Versehen? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Man weiß es nicht. Okay, so, ich brauche, was habe ich gesagt? Holz. Ganz viel. Eine Redstone Engine hat zwei Holz. Dingerchen, genau eins. So, sieben. Sieben ist eine blöde Zahl, ich weiß. Komm, wir machen mal ganz viele davon. So, reicht schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir machen mal drei davon. Ach, komm. So. Wir machen mal drei davon. Das kann vielleicht gar nicht schaden. Steine hätte ich noch und dann brauche ich noch ein bisschen Redstone. Der ist da unten drin. Ein bisschen Redstone und ein bisschen Eisen. Ich habe gesagt, drei machen wir, ne? Dann bauen wir erstmal drei Pisten. Eins, zwei, drei Pisten. Das Eisen weg, das weg und das weg. Habe ich jetzt alles, was ich brauche? Nein, ich brauche noch Glas. Warum eigentlich? Egal. Wollen wir gar nicht näher wissen. Wir brauchen noch, und da will ich jetzt drei Stück davon haben. Kriege ich die zusammen? Jawohl, sehr gut. Dann brauche ich noch drei Häbische. Eins, zwei, drei. Da habe ich. Und ich könnte noch so ein Barrel bauen. Das brauche ich aber eigentlich. Hä? Barrel Turtle? Was ist das denn? Was bist du denn? Item Barrel. Was da wohl reinpasst? Ob da mehr reinpasst? Project Red. Project Red. Item Barrel. Sonst sehe ich hier aber nicht viel Gedönse, was mir helfen könnte. Noch was? Fußbälle in einem Powerkurs. Ob das was kann? Wir können es ja mal angucken. Wir können ja mal eins bauen und schauen, wie viel da reinpasst. Sagst du mir das in irgendeiner Form? Nein, sagst du mir nicht. Kann ich jetzt da Holz reintun zum Beispiel? Was passiert dann? Es ist das da drin, oder? Und wie kriege ich es wieder raus? Ah. Ah. Aber irgendwie nicht alles auf einmal, oder? Doch, mit Steuerung. Ah. Ja, gut. Und kann ich dich auch abbauen, wenn da was drin ist? Nein, kann ich nicht. Das ist natürlich wieder doof. In gewisser Form. Und es wird wieder Nacht. Aber ich muss was gegen den Holzüberschuss tun da draußen. Und jetzt sind wieder Skelette unterwegs oder na, nicht einmal. Hey. Wenn ich jetzt hergehe und hier das Holz, was da drinnen ist. Pass mal auf, ich baue jetzt da mal eine Eisenpipe oben drauf noch. Und da setzen wir mal dieses komische Barrel drauf. Hier eine Eisenpipe hin. Die schaut auch so aus, als würde sie arbeiten können. Dann setzen wir doch da mal das Barrel drauf. Hopp. Und dann sagen wir doch mal, was ist das für eine Farbe nach oben? Das ist diese. Was könnte es jetzt für eine Farbe sein? Ja, keine Ahnung. Die hier? Das ist grün. Ja, das ist. Nein, das. Ach doch, das ist die schon. Ich muss nur das Ding hier umdrehen. Jetzt geht es. Das geht da nicht rein. Ei, 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 Moment mal, ich muss dich da oben auch umdrehen, oder?
So? Nee, so? Es will da nicht rein. Ah, das ist bescheuert. Das ist doch doof, Mann. Also weg da. Also doch da rein, so. So ein Krampf. Wo ist denn meine... Ach, ich habe da meine Dings oben reingetan, aus Versehen. Ja, deswegen kann es nicht rein. Es kann es auch nicht rein, weil es nicht weiß, was reintun soll, oder? Wenn ich jetzt da so das Holz reintue, geht es jetzt rein? Nee, das will nicht, ne? Ich habe überhaupt keinen Bock, da reinzugehen. Ha. Strange. Jetzt will es auch nicht mal raus. Das ist ein Krampf. Na gut, dann machen wir es halt doch so. Hilft nichts, es ist schade. Aber der fängt bald an, das Zeug mir durch die Gegend zu spucken. Ah. Das ist doof. Das ist jetzt echt doof. Ich könnte auch eine Axt benutzen. Wenn das so gar nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem. Was war das denn? Dann habe ich ein Problem. Und du magst auch nicht mehr? Warum nicht? Also das Ding hat doch ein Problem, oder? Das rendert doch falsch. Ich gehe mal davon aus, dass es falsch rendert. Ja, das ist ja saublöd. Ah. Okay, egal. Wir gehen... Ich habe die Redstone Engines. Ich habe das Item Barrel. Das nehmen wir trotzdem mit. Ich wollte doch nur... eine Quarry umbauen. Und was mache ich? Die könnte man eigentlich mal da drüben hinstellen dann. Machen wir das nächste Ding. Komm, wir stellen da mal das Ding dahin. Und dann... Super. Ja, haben wir wieder gut gemacht. Ernsthaft, da passt ein Stack rein. Das Ding kannst du komplett in der Pfeife rauchen. Es tut mir leid, aber mit dir kann ich nichts anfangen. Gar nichts kann ich mit dir anfangen. So. Ich nehme mal meine Pickaxe und mache eine Riesensauerei. Sage ich doch. Ich brauche die goldene Kiste. Jetzt fängt der Schmann wieder an. Kommt irgendwie bekannt vor, hat man schon mal. So, komm. Gleich haben wir es. Aber wenn das Item Barrel nicht tut, das ist doch echt besteuert, oder? Es tut mir leid. Aber das ist echt doof. Also, wir machen ein Loch in diese Richtung. Das heißt, wir setzen den hier an, den Turtle. Den wir ja da haben. Ich habe ihn gerade gesehen. Dachte schon, wir hätten ihn nicht dabei. Dahin. Dann sagen wir hier eine Wooden Pipe. Also dass dieses Beryl nicht mehr kann, das ist echt. Das ist doof. Das bringt mir hier auch nichts. Kommt mir gerade so. Die Wooden Pipe müssen wir hier hinten hinsetzen. Nein, 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 nein. Ich will euch alle gar nicht haben. Will ich nicht? Will ich nicht. Achso, falsch. Falscher. Weil ich muss es ja wieder so aufbauen, wie es gerade war. So, Item Ducts. Einmal dahin. Dann brauche ich diese Kiste da hinten. Mit der Kohle drin. Ich nehme erstmal dich mit. Kann ich nicht. Ach Gottchen. Ach Gottchen, Charlottchen, sagt er und schwierig. Also ich schmeiße jetzt mal ein bisschen was weg. Das wird schon despawnen. Du weg. Du weg. Du weg. Alter. Und du weg. Und du weg. Ich muss aufräumen. Das despawnt ja nach 5 Minuten da unten, hoffe ich.
Ich könnte es zwar auch brauchen, theoretisch, aber momentan nicht. Sag einmal, wie viel haben wir denn von dem Zeug? Machen wir es so. Und dann gehen wir hier auf die 1 und dann schmeißen wir es so weg. Geht doch schneller. So. Okay. Okay, gut. Schmeißen wir auch noch weg. Und die schmeißen wir auch noch weg. Alles klar. Jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt haben wir wieder Platz. Und jetzt brauche ich bitte meine Axt. Und ich brauche die Kiste. Gleich. So, dann habe ich alles weggeschmissen, gell? Nee, da habe ich noch einen Erdblock. Wie wunderbar, ich habe noch einen Erdblock. Den setzt man nämlich mal dahin. Da muss ich die Kiste draufsetzen. Vielen Dank. Und irgendwann falle ich in das Loch runter. Ich weiß es jetzt schon. Aber hi, nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Gut, ich nehme den Servo, um aus der Kiste rauszusaugen. Und aus der Kiste saugen wir weit gelistet nur Kohle raus. Und die machen wir so. Und da kann ich jetzt wieder keinen Filter setzen. Das ist blöd. Blöd, 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 blöd. Aber ich würde nämlich hier gerne wieder das Übliche machen, die Diamond Pipe und die Void Pipe. Jetzt habe ich auch keine Steine mehr. Doch, hier hätte ich noch welche, ne? Setzen wir mal dahin. Ich brauche mal bitte einen Stein, danke. Und der geht Richtung Gelb. Das könnte das hier sein. Es ist wirklich schwer zu... Die Farben sind hier etwas schwer gerendert, finde ich. Schwierig. Alles ganz schwierig. So, und du bringst doch das Zeug auch wieder rein. Das wird nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Ich hole noch eine Kiste. Ich hole noch eine kleine Kiste. Dass das läuft. Mann, 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 was ein Stress. Guckst du. Hat er kein Holz mehr? Verdammt. Ich weiß, ich habe da Birke drin, aber die will ich nicht nehmen. So. Wieder eine ganze Folge damit vertrödeln, dass wir hier in irgendeiner Form eine Turtle aufbauen. Das ist doch fürchterlich. Finde ich. Manchmal ist das schon schlimm. Und das auch. So. Hopp, nein, so rum. Und dann gucken wir nochmal, was die Monster fahren, ob die abgeworfen hat. Das wäre ja auch mal hilfreich. So, dann nehme ich diese Kiste weg. Und da setzt man die kleine Kiste hin. Und der soll jetzt eigentlich keine Kohle rauspumpen in keinster Form. Das ist so ein Grün, so ein richtig kräftiges Grün. Das heißt, Kohle schickt man wieder zurück, falls wir sie erwischen. Das sollte so hoffentlich funktionieren. Dann nehmen wir hier die Iron Pipe. Können wir ja auch da hinsetzen. Und dann setzen wir hier die goldene Kiste hin. Und damit hauen wir jetzt erstmal alle Steine weg, die wir kriegen. Nur die Steine erstmal, den Rest nehmen wir mal mit, was wir noch bekommen. So. Mein lieber kleiner Miner. Wir starten das Quarry-Programm. Genau, wir starten das Quarry-Programm und sagen diesmal nicht so 10 auf 10, das ist nämlich ganz schön wenig. Sondern wir machen einfach mal, komm. Wie lang ist so ein... Oh, mal kurz hier die
die Dingsgrenzen reintun, ne, wir sind genau daneben. Da wäre der Chunk. Ach, egal. Halt, F9 wieder drücken. Da wäre der Chunk, ist doch egal. Wir sagen jetzt einfach mal, wir machen jetzt mal ein 32. Should Quest be looted? Yes, please. Shit. Es fängt ja noch an, oder was? Okay, er fängt an. Warum fängst du jetzt an? Loot mal halt keine Chests. Wir werden hier eh keine vernünftigen finden, schätze ich mal. Na okay, dann lassen wir es einfach laufen. So, der Turtle rennt. Ich muss natürlich jetzt hergehen. Ach, ist eh geclaimed alles hier, passt schon. Die Frage ist, wie weit gehst du jetzt du vor? Und ja, der Anschein hat recht, ich sollte irgendwann wirklich Zäune anfangen zu bauen, wenn ich so weitermache. Ne? Ich fall bald rein in so ein Loch, vor allem wenn ich diese Riesenlöcher mache. Ich habe gesagt 32 auf 32, bist du denn des Irrsinns? Ah, bis daher. Okay, E. Ja, voll außerhalb, oder? Dann nehmen wir die halt mit und dann können wir eigentlich die da hinten mal... Ah ne, rechte Maustaste und dann geht das Zeug weg. Passt schon. Wird schon funktionieren, Schätzi. So, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, bis daher. Okay. Shift. Ach, ich nehme jetzt mal alle. Ich mache jetzt hier mal so ein Viereck. Passt schon. Wird schon passen. So, und wo ist er? Da ist er. Und ackert hier fröhlich vor sich hin. Hat auch schon wieder Kohle gefunden. Hat einen Haufen Stein. Ich nehme ihm mal ein bisschen was mit. Um mal kurz das System hier noch abzuchecken. Wieso ist denn eigentlich schon wieder Nacht? Es ist immer Nacht hier. Da passiert natürlich noch nicht viel, weil, ja, ich hätte es fast vergessen. So, dann setzen wir mal hier eine Redstone Engine. Setzen hier eine hin. Müssen natürlich darunter noch ein Hebelchen setzen. Dann brauche ich ja nur, dann hätte ich auch nicht so viel Hebel gebraucht. Ist egal. So, schalten wir schon mal an die Kiste. Setzen hier nur einen hin. Der müsste eigentlich auch laufen, oder? Ah, nee, du läufst nicht. Okay, gut, dann jetzt aber. Ich weiß nicht, ob es mit dem anderen mitgelaufen wäre oder nicht. Passt schon. So, drei Engines sollten eigentlich reichen. Wir machen das jetzt so mit der dritten. Hops. Dass wir hier kein Redstone-Signal auf das Ding hier kriegen, eventuell. Okay. Und es sollte diese Kiste... relativ schnell leeren. Hast du noch mal ein bisschen was für mich? Gib mir mal ein Stack hier. Hops. So. Und der Stein verschwindet. Das ist schon mal gut. Du hast ja auch schon Kohle hier. Komm. Ich brauche noch mal schnell Kohle zum Testen. Hallo. Ich nehme dir mal 9 Stück mit. Vielen Dank. Dann wollen wir mal schauen, was damit passiert. Wenn wir jetzt die Kohle hier reinschmeißen. Bounce jetzt hier durch die Gegend wie bescheuert. Und im Endeffekt läuft die zurück in die Kiste und kommt hier rein. Passt schon. Damit kann ich leben. Sehr gut. Quarry läuft. Quarry läuft, genau. Der muss jetzt da mal fleißig vor sich hinarbeiten. Ich hoffe, die Kohle reicht, die wir hier haben. Wir werden es sehen. So, und bevor wir jetzt die Folge beenden, schauen wir nochmal ganz kurz, ob unsere Mobfarm noch ein bisschen was gebracht hat. Ich hoffe. Und? Eine Kartoffel. Mann. Enderman-Drop.
Wie schön, hätte mal lieber eine Dings gedroppt hier, eine Perle. Na okay, was soll's. Ja okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt alles machen hier. Ich muss mal oben ausbauen, schön langsam, ich brauche Platz, ich brauche massiv Platz, hilft nichts. Da bin ich auch überlegen, ob ich das Ganze noch ein Stückchen rüberschiebe und von der Kante weg. Ich glaube, das werde ich auch tun, das haben wir... Das letzte Mal habe ich es eigentlich genau andersrum gemeint, aber ich bin da noch ein bisschen am Zweifeln, was ich es genau mache, wie ich es mache. Und doch, aber ich denke, es macht mehr Sinn, das ein bisschen von der Kante wegzuhauen. Schau mal, ein kleiner Piepskiksen da. Komm, stirn nicht drauf, Alter. Oder? Doch, er kommt hier rauf. Die Kleinen, die sind echt schlimm. So. Danke fürs Leder, kann ich da nur sagen. Haha. Achso, Potatoes. Habe ich ja eigentlich auch welche, dass man die mal hier so... Passt schon. Gut. Ja, dann war es aber jetzt war wirklich für die Folge. Ich hoffe, hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, dass du beim nächsten Mal mit dabei bist. Und dann schauen wir mal, was wir dann so treiben. Irgendwie müssen wir schauen, dass wir an fürchterlich viele Ressourcen kommen, damit wir die bescheuerte Quarry ans Laufen bringen. Und da muss man mal schauen, wie ich es dann genau mache. Genau. Und für Strom müssen wir dann auch mal ein bisschen besseren Sorgen noch. Aber eins nach dem anderen. Und bis dahin wünsche ich dir was, gell? Mach's gut. Ciao, ciao und Servus.